Ja, das ist doch nicht schlecht. Unser Hintereingang ist jetzt halt eine doppelte Dings, während unser Vordereingang nur eine hat. Aber das ist egal. Ja gut, das macht nichts. Das ist egal. Und? Ich gebe dir mal gleich ein bisschen was. Hast du einen Grasblock? Nee. Wieso? Hier muss ein Grasblock rein, hier wächst sonst nichts. Ist doch egal. Auf der anderen Seite auch, oder was? Nee, der ist ach verbunden so, mit einem anderen Grasblock. Ja, machen wir so und so. Und Mist, mein Inventar ist voll. Da muss doch der Weg drunter. Ja. Ich habe auch eine Behutsamkeitshacke, so ist es nicht. Es kann ja auch darüber wachsen und dann... machen wir den Weg erst. Ist doch egal. Boah. Ja, jetzt ist die Frage, willst du hier oben noch einen Baum pflanzen und wieder ein bisschen mit Knochenmehl alles schön machen und so? Weil hier in dem Eck standen ja einige Bäume und die Azalee fehlt auch. Warte, ich bin gerade konzentriert. So. Was will ich? Bäume pflanzen? Guck mal, schon rübergewachsen. Ich hab's genau gesehen und der Weg hier muss noch angeschlossen werden, aber das ist auch nicht so wichtig. Ja, hier Bäume pflanzen und die Azalee. Die Azalee, ja. Die Azalee würde ich hier außerhalb pflanzen. In der Hoffnung, dass sie hoch genug ist. Werden die so hoch? Ich weiß es nicht. Oh, schwierig. Naja. Ich würde sie ins Eck noch drinnen bauen. Jetzt muss ich erst mein Inventar ein bisschen auslernen und dann schlafen. Ja, ich muss meins auch auslernen. Das ist ein bisschen... warte, ich habe ganz viel Stein. Den kann ich hier reinschmeißen. Oh ja, da kommen meine Mauern jetzt auch rein. Ja. Also gut, das sieht schon besser aus. Dann, ich hole gleich schon mal Knochenmehl. Ja. Und Setzlinge habe ich noch? Nee, aber in der Kruschkiste gibt's genug. Wir haben kein... das ist wahrscheinlich auch in der Kruschkiste. Ich habe alles ja damals rausgenommen. Oh, das Huhn hat ein Ei gelegt. Oh. Aber aus dem Ei kam leider nichts raus. Das macht nichts. Ich geh mal kurz gucken. Ein Huhn reicht. Wie es den Dorfbewohnern geht. Die legen nämlich alle schön im Bett. Na, da geht noch mehr. Die Hälfte des Raumes ist nur gefüllt. Das gucke ich mir jetzt auch mal an. Habe ich noch nie angeguckt. Oha, der ist ja viel größer geworden, der Raum. Ja, ich habe den vergrößert. Nicht schlecht. Boah, aber wir haben schon voll viele. Brauchen wir überhaupt so viele? Weißt du, je mehr, desto besser. Hey, die zwei da hinten im Eck. Die zwei, ja, du hast den, glaube ich, verschoben. Die zwei da hinten im Eck sind richtige Opfer. Kann ich den da in die Lücke reinschieben? Weiß nicht. Oh, jetzt liegen die stehen dann auf. Liegen sie ineinander. Oder ist der eine aufgestanden? Der eine ist aufgestanden. Ja. Guck mal, du kannst hier noch einen wegmachen. Dann kann ich ihn da rein. Aber nicht, dass der stirbt da drin. Das wäre schlecht. Naja. Jetzt gehen wir auch. Ah, warte mal. Nee, ich gehe in mein Bett, sonst schmeiß Baumpunkt weg. Ich will aber hier da oben. Da steht ein Golem vor meinem Zimmer. Gibt's hier noch irgendwo ein freies Bett, wo ich mich mit reinlegen kann? Hier so. Habe einfach einen aus dem Bett geschmissen. Jetzt liege ich inmitten von Dorfbewohnern. Alter, am Morgen stehen sie alle auf und direkt geht das Gemurmel wieder los. Jetzt gehen wahrscheinlich alle raus. Ah. Nee. Die habe ich im Griff. So, hast du Knochenmehl? Ja, habe ich schon dabei. Dann kann ich dir gleich und alles. Hier das hier übergeben. Den kannst du auch hier hinstellen. Da, ich würde vielleicht das da hinten ins Eck einfach. Die blühende Azalee, ja. Ja, wobei, vielleicht tue ich einfach hier noch das Ding eins weiter rausschieben und dann haben wir da eine einheitliche Ecke, das ist besser. Aua. Ja, das kann ich auch machen, ja. Ich habe keine Erde dabei, verdammt. Ich habe zwei. Dabei? Ach man, ich dachte schon, ah, ich bin fertig, kann ich alles raustun, ja, nix war's. Ja, Mauern kannst du auch gleich wieder mitbringen. Wobei, reichen die? Nee. Nein, oder?
Ja, wenn ich schon hier bin, nehme ich ein paar mit. 17 Stück waren hier zum Beispiel noch als übriger Stack. Das reicht. Das reicht. Sehr schön. Muss man dann von außen halt noch eventuell anpassen und vielleicht den kleinen Baum hier seitlich wegmachen. Nö, den. Wenn da die Azalee steht. Probieren wir es mal erst einmal. Oh, wächst das Ding hier. Ich weiß nicht, ob die irgendwie Platz brauchen. Ja, hör mal auf. Oder ein Stack mache ich. Alter, richtige Verschwendung. Ja, die Mauern vielleicht, das könnte sein. Ich probiere es mal. Ah. Ja. Die ist jetzt so wie die andere ungefähr. Ja, das ist schon in Ordnung. Guck mal, hier sind noch Azaleenblätter. Oder wir können es auch nochmal. Die ist halt verbunden mit dem anderen Baum, die geht jetzt nicht mehr weg. Ja, aber den anderen würde ich sowieso vielleicht wegmachen, den kleinen hier und irgendwie einfach. Der ist auch verbunden hier. Wobei. Nee, der geht nicht weg. Und so macht. Und so. Müssen wir jetzt machen wir. Ja, genau. Oh, da oben. Ja, aber die, ja, das ist das Problem. Immerhin sieht man, dass das andere Blätter sind. Wir müssen eigentlich nur. Oh, aber hat er jetzt hier Blätter ersetzt von dem? Ich glaube nämlich schon. Weiß ich nicht. Aber ich würde dann nämlich zum Beispiel hier einen Baum hinsetzen. Aber kannst du ja. Wo? Da, der Setzling ist da schon. Ach, der da. Der ist jetzt eins weiter draußen, eins weiter zur Seite. Oh, das ist aber ein Scheißbaum. Machen gleich wieder weg. Es muss ein großer Baum werden. Ein großer? Ja, sag das doch. Dann mache ich einen großen. Hast du ein bisschen Erde für mich? Ja. Ja. Und wo soll der hin? Da. Kannst du einen Setzling hinsetzen? Hier, wo der Erdblock ist. Ah. Ich hab keinen Setzling mehr. Ich hatte nur einen. Oh. Oh, das war ein Setzling. Toll, jetzt habe ich welche. Ja, jetzt ist es auch egal. Ich will die Blume nicht abbauen hier. Doch, ich baue die Blume ab. Komm. Probieren wir es mal. 5 Stacks später. Ja, den kann man so lassen. Wunderbar. Gut. Und jetzt die Azalee. Naja. Die hängt jetzt halt, die ist wieder genau zu dem anderen Baum hingewachsen. Ja, komm, die lassen wir jetzt einfach. Ist egal. Wir machen hier nebendran noch eine. Gut, riskieren wir es. Entweder hier oder hier. Nee, da. Oder ich habe eine Idee. Pflanz mal hier eine hin. Ja. Mehr. Weil wenn die jetzt wächst und die sich verbinden, dann machen wir den Stamm weg und dann sieht es aus, als wäre es eine. Stimmt. Aha. Das muss vielleicht ein bisschen groß. Ja. Eigentlich brauchen wir noch ein paar Azaleenblätter, um das aufzufüllen hier. Von der Seite sieht es jetzt richtig hässlich aus. Nee, komm mal, pflanz mal irgendwo, komm mal mit, pflanz mal irgendwo da hinten noch eine, damit wir die. Ich habe keine mehr. Haben wir noch im Lager welche? Vielleicht. Weil wir bräuchten noch ein paar Blätter von denen. Wir haben Moosblöcke auf jeden Fall. Ja. Also, das ist nicht das Problem. Ach ja, apropos Moosblöcke, da haben wir auch. Ja, wir haben noch zwei. Da haben wir auch einen Kommentar gekriegt, dass man angeblich auch die Moosblöcke in Stein platzieren kann und dass das auch durch Moos ausgetauscht wird. Dann, da macht man ja die ganze Welt kaputt. Oh. Das. Warte mal, wo. Das pflanze ich jetzt mal irgendwo. Ah, dann sind halt die Wurzelblöcke da. Aber das ist egal. Ja. Ist ja nur ein Block, aber den man austauschen muss. Nee. Ja, die in der Erde unten drin sieht man ja nicht. Ach so, ja. Okay, warte, das baue ich jetzt mit meiner Schere ab. Da. Oh. So. Jetzt können wir das ein bisschen reparieren, den Baum. Ja, mit dem Inventar ist voll. Das ist schlecht.
Ja. Dann probiere ich mal mein Glück. Ich mache derweil mal eine Druckplatte für unser Haus, für den Eingang, beziehungsweise drei Stück sogar. Oha. Gibt's die beim Holz? Ich glaube, die sind beim Redstone. Alter. Ja, macht aber Sinn. Ja. Aber sicher bin ich mir nicht, also. War schon eine Feinwägeplatte. Ah, aber es gibt eine Kiste für. Na, das heißt Redstone-Utensilien. Aber ich mache einfach schon welches, ja. Ja. Drei Stück. Gut, die hier werden dann halt auf dem Grasweg. Die kann man gar nicht auf dem Grasweg platzieren. Oh. Na, dann gibt's da hinten keine. Da geht man eh nicht so oft halt lang. Alter, unser Garten wirkt auf einmal viel größer. Ja. Das ist viel besser. Ich weiß nicht, der ist schon ein bisschen zu fett für den einen Stamm. Ja, vielleicht mach ich da noch ein bisschen was Seite. Weg. Ja, würde ich auch machen. An der Seite ein bisschen. Eine Schicht mindestens weg. Ja, so irgendwie. Warte mal. Ja, doch. So? Ich bin schon weg. Oh. Aber dann sage ich ja. Wieder. Würde ich auch sagen. Ich hole mal gerade Erde und tue die Landschaft nach Möglichkeit anpassen an die Mauer von außen halt. Ja, genau. Und ich pflanze hier noch ein paar Bäume. Ja, und auf dem Boden gerne auch einfach so. Ja, das sowieso. Ich bin immer überlegen, ob ich überhaupt noch Bäume pflanzen soll, weil das wird sonst vielleicht ein bisschen zu dicht. Ich weiß nicht, hier standen ja, Stück, ja drei Stück hier. Außerhalb, ja okay. Ne, die standen da, wo jetzt die Mauer steht oder so. Also soll ich sie innerhalb machen? Ja, kann ich ja mal. So in die Ecken halt. Ja, so geht's ja, das zum kann Beispiel. Man ja. Aber dann reicht der eigentlich, finde ich. Ja, das reicht, ja. Mach ich hier noch so. Gut, das ist die Frage, ja. Was? Halt dieser Weg, der muss noch verbunden werden hier. Ah ja. Hast du zufällig Kies oder Stein? Nein, nur Erde und Holz. Dann muss ich ins Lager. Okay, jetzt habe ich hier. Ich habe so viel unnötiges Zeug dabei. Ja, komm. Was habe ich gesagt? Stein und Kies. Haben wir Kies? Ja, ziemlich das viel sogar. Irgendwie 8 Stacks oder sowas. Irgendwas war doch vorhin. Was haben wir da gesagt? Oh, habe ich jetzt vergessen. Bezüglich ach, was? Egal. Irgendein Block, den wir noch. Ich weiß es selber nicht mehr, ehrlich gesagt. Ach, bin ich eigentlich blöd? Ich dachte, die Mauern sind fertig und habe sie aufgeräumt. Dann kann ich sie gleich wieder holen gehen. Kann schon eine Seerose holen. Irgendwie waren auf unserem Teich nicht mal eine Seerose drauf. Das kann gut sein, ja. Ich hab da irgendwas im Hinterkopf. Aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Jetzt den Weg, den mache ich jetzt fertig hier. So, oh, jetzt ist gut, dass es dunkel wird, weil dann kann ich sehen, wo ich noch Laternen brauche in unserem Garten und wo nicht. Überall. Nee, es soll ja nicht taghell sein, es soll nur nachts hell sein. Nachthell, okay. Weise Worte wurden gesprochen. Ja. Hier könnte noch was hin, aber das könnte man fast schon an den Baum hängen. Aber, na, wobei. Machen wir das hier weg und dann. So, der Weg, der ist jetzt verbunden.
kann das nicht an Blätter hängen. Aber nee, hier. Deswegen habe ich ja dieses komische... Oh, die Kette da oben, die sieht jetzt aber gar nicht mehr gut aus. Wieso? Doch. Das sind drei Verbindungen, ja. Aber man könnte theoretisch jetzt sogar eine vierte machen zur Azalee. Ich dachte, es waren immer vier, aber es waren immer drei, oder? Es waren immer drei, ja. Aber ich würde eine vierte machen. Das bietet sich gut an. Ja, ja, ich hole mal Ketten. Ja, und ich denke, vom Licht passt das auch hier. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin gucken wollte. Ich wollte gucken, ob wir eine Druckplattentruhe haben. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich... Also, ich glaube, Druckplatten haben wir noch nicht so bedacht. Das kann gut sein. Aber Redstone und Insilien ist eigentlich okay. Ja. So, Ketten, wie viele haben wir denn? Gar keine, wow. Bestimmt sind irgendwo welche reingeschmissen. Hier im Eck hängt noch eine, weil da mal, ich weiß gar nicht warum, die sieht man auch gar nicht richtig. Die lasse ich da. Wir haben doch bestimmt Ketten. Da sollte man mal, also ich gucke jetzt gerade mal die Kruschkischnalle durch. Ich denke, da gibt es bestimmt noch welche. Eine habe ich hier. Nochmal drei. Ich kann dir genau sagen, wie viele du brauchst. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Glaube ich mal. Wenn okay, ich habe mich mit der Höhe. Hier haben wir noch. Dann crafte ich mal welche. Wie macht man die denn nochmal? Kette. Eisen. Wir müssten noch einen Haufen Nuggets rumliegen haben, weil ich die nie zurückgecraftet habe. Und die brauche ich jetzt auch. Nur wo ich die hingetan habe, das weiß ich jetzt nicht. Hier sind drei. Wow. Ah, hier. Kette. Wie viele brauchen wir? Was hast du gesagt? Sieben? Sieben, glaube ich. Ich mache einfach mal. Vielleicht acht. Ich mache einfach mal ein paar. Nicht also allzu viele, alles. Aber so. Nee. Ich mache so, dass wir 16 übrig haben. Okay, nee, jetzt. Ach, egal. Ich habe 24 Stück. Das sollte reichen. Ja. Ursprünglich war das auch so gedacht, dass es vier Ketten gibt, aber wir hatten da keinen Baum, wo das hinging. Ja. Aber jetzt schon zum Glück. Ja. So. 2, 3, 4. Die Azalee ist ein Block zu niedrig. Das habe ich fast schon befürchtet. Dann mache ich es durch Azaleenblüten. Blätter. Ja. Die sind im Lager, dann gehe ich halt nochmal zurück. Oh, ich dachte auch, du hast sie noch dabei. Nee, ich hab das... Mein Inventar war schon wieder voll. Deswegen habe ich alles rausgeschmissen. Das kenne ich. Ich glaube hier, ja, hier sind sie. Kein Problem. So, dann versuche ich nochmal die Dorfbewohner zu vermehren. Und jetzt, da sie ja mehr Betten haben und wir die Karotten eh nicht brauchen. Ja. Und dann kann man sie entlassen in die Freiheit. Ins Meer. Meinst die Golems gehen auch mit? Nee, die würde ich umbringen. Ah. Ich weiß nicht, ob die mitgehen. Vielleicht, aber die spawnen eh neu. Ja. Ach, es ist Nacht. Jetzt kann ich die schlecht füttern. Ja, füttern. Wie so ein Haustier. So. Also gut. Ja, ich bin jetzt mit der Azalea fertig, dann könnten wir auch. Ja, ich guck's mir von meinem Balkon aus gerade an. Ah ja, sehr schön. Ja, dann, ich bin bereit. Ja.